Einen Tigerfisch können wir gebrauchen. Dann gebe ich dir jetzt einen Köder. Was soll das denn sein? Was schon? Mein Spezialköder natürlich. Hm, das sieht tatsächlich nach einem echten Köder aus. Na gut, vielleicht weißt du doch, wie man angelt. Du kannst dir einen Tigerfisch nehmen. Ja, dann gib mal her. Den Tigerfisch. Hey, bleib stehen. So ein Käse. Ist das dein Ernst? Du kannst nicht mal einen Fisch fangen, der bereits an Land liegt? Ich wollte ihn gar nicht nehmen. Er litt an Epilepsie. Was auch immer. Behalte deinen Köder, bis du wirklich einen Fisch willst. Ansonsten verzieh dich. Können wir jetzt vielleicht mit den vergammelten Pillen? Ich hätte schon fast alle Komponenten für eine Angel zusammen. Das habe ich mir bereits geangelt. Ja. Die will ich nicht. Es sind ziemlich mickrige Köder. Kein Vergleich zu meinem epischen Walköder aus Fort. Ja gut. Aber wie kriegen wir jetzt diesen Fisch geschnappt? Bosus Kutter, ist da vielleicht noch irgendwas drauf? Wahrscheinlich nicht. Im Mülleimer. Nein, ich muss das nicht tun. Ich bin besser als diese deponianischen Müllwühler. Ja. Ich kann... Ich muss. Ja. Aber was machen wir jetzt mit dem Rasiermesserfisch zum Beispiel? Können wir den abstechen? Schau mal her. Ist das nicht ein Prachtexemplar? Ja. Was zum... Hast du den etwa Ja, hab ich. Sieht so aus, was? Beim Kli... Ist das was? Ist... Das nennt man Anglerglück. Ja. Niemals. Ich erkenne einen Pechvogel, wenn ich ihn sehe. Wenn du mir dein Anglergeheimnis nicht verraten willst, dann verschwind... Mensch. So, ja, also. Ich benutze reißfeste Angelschnur aus Raupensaft. Ja, auf jeden Fall. Auch Seemannsgarn genannt. Wenn du mir dein Anglergeheimnis nicht verraten willst, dann Ja, ich habe doch... Ich locke die... Das ist genau... Wenn du mir dein... Ich benutze... Ha! Köder und... Ja. Hast du... Willst du mich... Nicht, wenn du... Naja... Pinschnöter... An eben Wurf... Wenn du irgendwann sonst... Kusch. Aber wie kriege ich das jetzt halt hin? Ich kann ja... Was soll das? Das ist schon mal spät. Na gut, vielleicht du kannst... Das Problem ist, ich kann ja nichts machen, während er den fängt. Hey, bleib stehen! So ein Käse. Vergammelte Pillen, was... Sagt er dazu. Was soll das denn sein? Was schon? Mein Spezialköder natürlich. Ich bin nämlich sehr wohl ein Angler, wenn's recht ist. Bist du nicht. Zum Angeln braucht man nämlich ein Gehirn. Und mit einem Minimum an Gehirn wüsstest du, dass das alles Mögliche ist, aber kein Köder. Was weißt du ja schon? Ja, nimm Haken. Hast du etwa meinen Haken geklaut? Und wenn's so wäre? Ich weiß nicht. Musste man dir schon mal einen Haken aus dem Hirn entfernen? In dem Fall nein. Das ist mein eigener Haken. Gut für dich. Ja. Das auf jeden Fall. Können wir den Typ zerschrauben? Was soll das denn? Sag's schon. Mein Spät, ich bin Bist du zum Angeln und mit Vielleicht Wasser? Was soll das denn sein? Was schon? Mein Spitz, ich bin nämlich... Ja, der Spezialköder für Fische ist Wasser, das weiß man doch. Weißt du irgendwas über das Ei? Was soll das denn sein? Was schon? Mein Spezialköder natürlich. Ich bin nämlich sehr wohl... Bist du nicht zum Angeln und mit ein... Ich hätte schon fast alle Komponenten für eine Angel zusammen. Was fehlt dir denn noch? Das habe ich mir bereits geangelt. Wie macht man denn das jetzt? Wie kann man dafür sorgen, dass der Fisch nicht weghüpft? Huhu, nochmal. Na, Herr Kollege, wo ist denn jetzt dieser berüchtigte Superköder? Ich wollte ihn gerade holen. Dann mach das mal. Ich bin schon dabei. Schön. Ja. Und jetzt, kusch. Ja, wenn ich dir den gebe, dann krieg ich den Fisch ja nicht. Also irgendwie...
Jetzt muss ich den Fisch mit irgendwas kombinieren. Meine Sachen sind tatsächlich etwas fusselig. Aber warum sollte ich in meinem Mantel sauber machen? Gute Frage. Es ist ja nicht so, dass ich da drin jemals Besuch erwarte. Das ist schon wachsig genug. Ja. Memo an mich. Gebrauchte Wattestäbchen nicht lose im Mantel aufbewahren. Ja, auf jeden Fall. Ich muss meine Sachen nicht waschen. Ich will eine Gehirnoperation vorbereiten und keine Eisdiele eröffnen. Oder wofür auch. Yep, ja, das ist alles Teil des Plans. Ja, auf jeden Fall. Ich hätte schon fast alle Komponenten für eine Angel zusammen. Das hilft mir so nicht weiter. Weiß Gui was? Mehr viele überbreite Screens. Ja. Ohne gelassen. Die meisten Sachen erzählen sich halt alle auf Screens, die halt die Bildschirmbreite haben. Hier haben wir zur Abwechslung mal einen Screen, der auch scrollt, wenn Rufus rechts geht. Und wo wir halt noch ein bisschen von unserem prima Parallax-Scrolling einsetzen. Ach so. Wenn auch nur sehr wenig und reduziert im Vordergrund, um ein bisschen Bildtiefe künstlich zu generieren. Ja. Was eigentlich schade ist, andererseits ist es spielerisch natürlich schon günstiger im Prinzip, wenn man alle Objekte, die auf dem Screen sind, halt mit ja, das stimmt schon. Kann. Aber ich denke mal hier für diese etablierende, dieser wunderschönen Location, das schwimmenden Schwarzmarktes, das ist vollkommen angebracht und adäquat, einmal dieses Prinzip, dieses neue Gefühl wieder aufzubrechen und zu sagen, nein, hier ja, wird gut. Wie lange redet ihr denn noch? Alles im schönen großen Panorama einmal angucken. Und entsprechend halten wir es auch aus, wenn wir am Anfang eben noch nicht per Doppelklick ganz links auf die Tür vom Gadget Shop klicken können. Das halten wir aus. Haltet es aus. Genießt die Ruhe. Enjoy the moment. Pookie. Genau. So viel dazu. Das hat uns jetzt auch nicht weitergeführt. Können wir den mit den Eimerköder irgendwie kombinieren? Das habe ich mir bereits geangelt. Oder mit dem Haken? Das habe ich mir bereits. Yep. Ja, auf jeden Fall. Ich muss meine Sachen. Ich will eine Gehuder, wofür auch. Meine Sachen sind. Aber war es ja nicht. Ja. Das ist schon Meme. Laut Fieb, ich würde. Aber ich lasse. Da steht. Darüber steht es geht. Bei Toni wäre aber doch nicht. Ich hätte schon. Ja. Das habe ich mir. Irgendwas Nützliches muss ich daraus basteln lassen. Ein Werkzeugkasten für Unterlegscheiben. Genau. Die Idee war bereits lahm, bevor die Beruhigungspillen ins Spiel kamen. Mann. Warum steht eigentlich in Kneipen nie wie Kai oder Ratten gibt? Ja, auf jeden Fall. Ich versuche eine Sache. Ja, aber was können wir denn machen? Wir können nichts dafür sorgen lassen, dass der Fisch ruhig bleibt. Wir müssen hier irgendwie eine Falle aufstellen. Was soll das denn sein? Was schon? Mein Spezialköder natürlich. Ja. Ich bin nämlich sehr wohl ein Angler, wenn's recht ist. Bist du nicht. Und mit ein... Ja, irgendwie muss ich diesen Fisch doch... Also ich kann ja dem nichts geben, während der den Fisch angelt, ist das Problem. Da kann ich keine Fallen, ich kann hier nichts hinstellen. Also irgendwas brauche ich noch, aber was? So, Garlef, weißt du noch was? Darf ich noch mal stören? Willst du es nicht ohnehin machen? Ja, stimmt. Aber egal. Lass uns gerne. Als ich zuletzt... das sind keine... Sie können... Komm wieder. Lass uns... Ja. Ich, das sind... Sie können... Komm wieder. Ich gehe da mal. Mach das. Ja, irgendwie müssen wir an diese Turnierhand kommen, aber wie? Können wir hier die Kerze verwenden? Lass bitte die Kerze in Ruhe. Mann. Sie ist das Einzige, was hier drin für Licht sorgt, wenn der Generator mal wieder ausfällt. Ja. Mal sehen, was hast du zu sagen. Entschuldigung. Was willst du denn? Spielst du auch dieses Schnick-Schnack-Schnuck-Spiel? Ja, klar. Leider habe ich heute meine Turnierfinger im Unterschlupf vergessen. Ja, sowas aber auch. Ach, ich würde wirklich gerne bei euch mitmachen. Ja, auf jeden Fall will ich das. Mach dich nicht lächerlich. Was könntest du uns schon anbieten? Ach. Ich werde schon bald... Also hier kommen wir auch nicht weiter bei keinem von denen.
Aber hier Notenständer. Mit dem kann man aber nicht nochmal extra, glaube ich, irgendwas machen. Ja, aber was machen wir denn jetzt? Nein! Dunkle Gasse? Ja. Das ist nicht das geheime Klopfzeichen. Verdammt. Also hier kommen wir auch nicht so leicht weiter. Ohne dass wir da erst Schnick, Schnack, Schnuck spielen. Und dafür müssen wir erst diese Katze rasieren. Dafür brauchen wir... Ja, gut. Das könnte vielleicht funktionieren. So. Kitty. Die Hauskatze eines kriminellen Syndikats zu rasieren, wäre voll extrem. So extrem, dass sie mich garantiert zum Ehrenmitglied ernennen. Ja, auf jeden Fall. Dann wollen wir doch mal. Was soll das denn? Das ist ja nur eine Stoffkatze. Aber wo ist denn die echte Kitty? Also. Egal. Ja, also. Ja gut. Was hast du getan? Tja. Das wird dem Boss aber nicht gefallen. Abwarten. Boss! Boss! Und jetzt kommt der Boss. Sitzt meine Frisur? Na, was für eine Frage. Natürlich sitzt sie. Ja. Was? Wer? Was soll das? Wo ist der Boss? Hinter dieser Verrückten da? Ich habe einen Eindringling erwischt. Oh, arme Kitty. Brave Kitty. Kitty, Kitty, Kitty. Dieser kleine Nichtsnutz hat Kitty rasiert. Ja. Wie sollen wir mit ihm verfahren? Also. Das war auch mein Gedanke. Aber, ja. Das sind doch nur Zuckungen. Diese Frau leidet unter Spasmen. Ja, in der Tat. Jetzt hast du sie vollständig verärgert. Also, noch irgendwelche letzten Worte? Was hat sie denn gesagt? Liegt das nicht auf der Hand? Nein. Dass ich begnadigt werde? Wie jetzt? Eine Begnadigung? Ja. Ist das dein Ernst? Und ich dachte schon. Was habt ihr denn überhaupt mit mir vor? Ja, das ist eine gute Frage. Genau. Ja. Sag mir endlich, was dieses Zwinkern bedeutet. Rate doch mal. Dass ich zu Haifischfutter verarbeitet werde? Bravo. Du hast es ja. Oh. Ja. Ich habe Donna ein Angebot zu unterbreiten. Ja. Donna sagt nein. Gnade. Genau. Gnade. Wenn ich jetzt nochmal sage. Wie jetzt? Eine Begnadigung? Ist das dein Ernst? Und ich dachte schon. Gut, irgendwie müssen wir das. Was habt ihr denn überhaupt mit mir vor? Das müssen wir jetzt irgendwie ausnutzen. Genau. Ich habe noch ein weiteres Angebot. Okay. Donna ist ganz Ohr. Also ich könnte doch bei euch einsteigen. Donna sagt nein. Ich habe noch ein weiteres Angebot. Ja. Genau. So. Ja. Ich habe noch ein weiteres Angebot. Also. Okay. So, jetzt hört sie wieder zu. Ganz Ohr.
Ich könnte euch die Datasetten mit den Aufstiegscodes besorgen. Ja. Donner sagt nein. Gnade. Genau. So, wenn wir das jetzt wieder fragen, dann sollte das jetzt wieder passen. Donner ist ganz Ohr. Ich gebe euch Geld. Viel Geld. Donner sagt nein.